Die große Halbachse der Laufbahn des Neptun ist ungefähr 30 Mal länger als die der Erde. Berechne die Umlaufperiode des Neptun. Hier eine Simulation und hier die Angaben. Die Länge der großen Halbachse der Laufbahn von Neptun ist gleich 30 mal die der Erde. Wir suchen die Umlaufperiode des Neptun, die wir in Jahre ausdrücken. Die Umlaufperiode der Erde beträgt ein Jahr. Um die des Neptun herauszufinden, nutzen wir das dritte Gesetz von Kepler, indem wir An ersetzen dürfen durch 30 mal AE durch diese Angabe. Wenn wir dann zusätzlich TE durch 1 ersetzen, dann finden wir diese Gleichheit. 1 im Quadrat, das macht 1. 30 hoch 3, das macht 27.000. Und somit finden wir diese Gleichheit, die wir beidseitig mit AE hoch 3 multiplizieren können. Und somit verschwinden diese zwei Faktoren. Daraus schließen wir also, dass die Umlaufperiode des Neptun die Quadratwurzel von 27.000 ist. Das heißt, sie beträgt ungefähr 164,32 Jahre.